Hive wie Trive Zwe. Das Videotagebuch. Einen wunderschönen guten Morgen. Gute Nacht. Wie jetzt? Nacht, ich schlafe klein. Ey. Ja, bei uns ist jetzt ganz, ganz spät. Und ich habe Licht ist bei euch. Ah, okay, jetzt sieht man ja nichts, gell? Ganz, ganz spät und bei euch ist ganz, ganz früh morgens, um 5:30, glaube ich, 6. Genau. Und damit es nicht noch später wird, sagen wir euch mal schnell, was wir erlebt haben. Genau, wieder ein super schöner Tag. Einer von unseren letzten Tagen natürlich. Und der hat mit einem Highlight gestartet. Wir haben einen kleinen Geburtstag zu feiern gehabt. Wer das ist, das werdet ihr gleich sehen. Genau. Und dann waren wir in einem Museum. Im History Center in Reading, was eine sehr hohe geschichtliche Bedeutung hat, weil da das erste Mal die Unabhängigkeitserklärung verlesen wurde, und zwar in Deutsch. Ja, und dann haben wir noch Gäse und dann haben wir nochmal Gäse, also morgens und nochmal Gäse. Und nochmal Gäse. Und nochmal Gäse. Und dann waren wir natürlich beim Duck. Und haben dort ein pennsylvanisch-deutsches Saumar probiert. Gäse. Saumar. Gäse. Gäse. Schon wieder Gäse. Ja. Vielen, vielen Dank. Super Zeit haben wir hier wirklich, oder? Ja, ja. Ja. Also wer irgendwann mal wirklich ist, sich Pennsylvania angucken will, der muss unbedingt kommen. Also das ist wirklich Reise wert. Wir empfehlen das auf jeden Fall. Ja. Und von daher wünschen wir euch noch einen schönen Tag, weil bei euch fangen wir jetzt gerade an. Und uns eine gute Nacht. Ja. Und bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ja. Ich bin schon wieder so müde. Guck mal, ich bin geduscht. Aber du hast dich schön gemacht. Ich habe mich hübsch gemacht. Heute ist das vorletzte Interview. Ja. Bevor wir dann wieder nach Germanien fahren. Aber, ja. Was viel wichtiger ist, ja. Heute ist noch ein ganz anderer Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil unsere Michelle Geburtstag hat. Aber die weiß noch nichts. Die weiß noch nicht, dass sie Geburtstag hat. Haben wir ja noch nicht verrotet. Stimmt, wir haben ja nicht verrotet, dass sie Geburtstag hat. Und deswegen hat der Christoph und die Jenny den Tisch so feierlich gedeckt. Und feierlich Tag gibt es sogar Waffeln. Ich weiß nicht. Die gute aus der Tiefkühltruhe. Die gute aus der Tiefkühltruhe. Nur schade, dass du nichts Milch kriegst. Aber ich esse da trotzdem gern. Von daher, wir filmen noch ein bisschen, wenn das Geburtstagskind über ihr ein Ständchen singt. Alles Gute zu deinem 25. Dankeschön. Ich werde einfach immer nur noch jünger. Und besonders hier. So, wer möchte Kuchen? Ich? Also wer möchte so einen Schlagkuchen? Ich will's probieren. Sieht lecker aus. Sieht amerikanisch aus. Du dich freiwillig auch. Was hast du heute noch so vor an deinem Geburtstag? Mhm. Nee, nachher richtig felsig saumart essen. Extra für den Geburtstag? Ja klar. Ja. Auf jeden Fall. Und hast du dir den gewünscht, ne? Das finde ich auf jeden Fall gewünscht. Ich hoffe, dass es da noch eine Riesenparty gibt. Aber hallo. Aber wir gehen ja nicht nur essen. Ne? Team, wir werden den ganzen Tag die Brillen tragen. Mhm. Es wird sehr gut werden. Das habe ich mir gekauft für daheim. Und das darf ich mitnehmen aus dem Museum. Und zwar haben sie entdeckt, dass da Zeichen von mir drauf sind. Also habe ich Besitz ergriffen. Das sind meine Rewe drauf, das sind meine Rewe, das ist mein Römer, den ich daheim stehe. Das sieht genauso aus wie meine. Das muss meiner sein. Das haben sie herausgefunden, dass das damals schon von dir war. Genau. Und dort der Stammtisch auch. Genau, der Stammtisch auch. Das ist der Stammtisch. Stammtisch aus dem 18. Jahrhundert. Cool, gell? Ich wusste gar nicht, dass du schon so alt bist. Ja, siehst du aber doch über lauter graue Ruhe. Da ist die Büste von mir. Das ist ein bisschen, wenn ich mir über mein Bart wasche. Bei dem Dunkelaber fällt das selber nichts mehr ein. Nee, es fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Aber guckt euch mal die geile Stühle an. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, das ist wir haben die ganze Unterhose aus dem Koffer raus, ja, um die Sachen mitzunehmen. Ja, coole Sache hier. Was ist das?
Das ist ziemlich krass. Das hier ist der Dr. Otto Otto. Und das sind seine Werkzeuge, die er gebraucht hat, um Krieg Leute zu behandeln, in Anführungsstrichen. Was ist denn das für Säge? Das Säge ist ein Knochensäge. Und die hübsche Bohrer in deinem Kastel da, das sind für die Schädel zu öffnen. Da war aber, glaube ich, froh, wenn man keinen Arzt gesehen hat. Dr. Otto Otto. Tagesbuch? Ist, ja. Doug, wo sind wir? Mein Traum ist erlebt. Wieder. Klapprad, Tagesbuch. Dago. Was willst du mehr? Boah. Es gibt mehr kann man nicht erreichen, Doug. Simon. Oh. Simon. Das ist the next close thing. Next close thing. Doug, magst du mal die deutsche Leitkrise? Deutsche Leitkrise? Grüße. Schöne Grüße. Oh, ja. Liebe Grüße aus Pennsylvania, ihr lieber Leid. Und Kerfegest. Kerfegest, das kennt man nicht. Sagen die nicht. Nee, das sagst nur du immer. Liebe Leid und Kerfegest. Jetzt halten euren Scholle fest. Wir haben Hunger jetzt, Mann. Wir haben Hunger, gibt's was zu essen? Komm, essen. Wir haben keine Zeit. Wieso haben wir keine Zeit? Wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen. Und Doug, sein Bruder, wartet schon auf uns. Wir müssen uns dummeln. Ich hab schon gesagt, wir müssen uns dummeln. Dummeln heißt es. Dummeln, wir müssen uns dummeln. Aber wir dummeln uns, okay? Monchi, auf geht's. Okay. Hey, alles gut zum Geburtstag. Dankeschön. Na, bist du noch glücklich? Ja, ich bin auch glücklich. Und ist der Geburtstag so, wie du ihn dir wünschst? Ja, ich habe ganz viel Krafttraining schon gemacht. Mhm. Also sehr positiv hier. Mhm. Genau, ich habe mich geschichtlich weitergebildet. Du hattest deinen Besuch im Museum. Genau. Was steht jetzt auf der Liste? Jetzt steht noch ein Besuch in der Bücherei auf der Liste. Sehr gut. Und das wird sich nach gegessen. Einer riesen fetten Party an. Und noch was zu essen. Genau. Viel Spaß. Danke. Also der Duck hat gesagt, ich soll ein kleines bestellen. Leider habe ich auf dem Kehrt. Ziemlich klein. Jetzt kriege ich nichts mehr zu essen. Jetzt habe ich Hunger. Kiste. Ja, aber beiß doch mal rein. Das schmeckt super. Schmeckt gut? Ja. Ja, schmeckt's. Kann man es essen? Aller Hauptgute. Bist du fehlt, bist du satt? War gut, ja. Aber noch einmal. Das war nicht zu wenig. Doch. Guck, Daniel. Ich hätte sogar auch noch mal ein größeres Snack können. Wirklich? Ja, das war jetzt ein Snack. Leute, wisst ihr, was ihr gemacht habt mit eurem Magen? Das waren 3000 Kalorien. Ich weiß, amerikanisiert. Aber mein Bubbes ist noch nicht so dick. Solange mein Bubbes noch in meine Hose reinpasst. Dreh dich mal kurz. Ja, guck mal, was denn hier, das sehe ich gar nicht so viel aus. Ja, weißt du, manche sagen so. Manche sagen so. Nee, also, wenn wir wieder zurückkommen nach Deutschland, dann... Erstmal endlich mal gescheite Portionen. So, endlich mal gescheite Portionen. Was sagst du dazu? Sau lecker. Sieht super aus. Kannst du mal aufhören? Alle haben Hunger. Auf jetzt, lass die Leute essen. Warum machen die Paparazzis Fotos? Keine Fotos, no pictures, please. No okay, pictures. Schlag nein. No pictures. Teller, wenn du zwei Teller haben, dann tut sie. So, jetzt erzählt der Dag nochmal. Der Monchi kann sein Rickshaw-Witz sauer und wir können nicht lachen und dann ich kann mein Witz sauer und dann wir alle lachen. Stehst du besser da? Mein Rickshaw. Stehst besser da. Mein Rickshaw hat mich zu dir geführt. Okay. Ja. Wir sind ready.
Hast du noch einen Witz für uns? Ach, ich hab viel Witze. Oh, erzähl mal. Einer lang. Ein Sonntag war all die Leute schon in die Kar. Und der Paar ist nicht gekommen. Er war spät, weiß nicht für was. All die Leute waren da am Hocker am Water. Und auf einmal ist die Tür aufgegangen. Und der Teufel ist nahe gekommen. In die Karte. Und vier Leute sind von den Bänken rausgejumpt und aus dem Fenster gejumpt. Aber der Monchi ist dort geblieben. In der Bank. An der Bank. Und der Teufel ist zu ihm gekommen und sagt: Monchi, für was bist du nicht rausgejumpt und weggesprungen? Weißt du nicht, wer ich bin? Der Monchi hat zu ihm gesagt: Ja, ich weiß, wer du bist. Ich hab deine Frau geheiratet. Ah, Scheiße! Scheiße! Da muss ich mal wieder vom Anfang. Ja, lass du das! Das ist echt gut! Nee, 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 you can cut that, right? Du kannst mal schneiden. Ja, of course. Oh, I ja, will. Of course. Und Monchi ist zu dem Teufel gedreht und hat gesagt: Ja, ich weiß, wer du bist. Ich hab deine Schwester geheiert. Gottverdammt. Das war verdammt gut. Verdammt gut. Ja, ja. Scheiße. Macht nichts. Kannst du wieder Haarfleisch machen? Yeah. What do you call him? Please say it again, please. That that a moochie, verdammt sei. It's a moochie. Yeah, the moochie. Ah, oh, the moochie. And the moochie. Ach, und wenn ihr euch wundert, was da jetzt noch kommt, das hat sich die Michelle zum Geburtstag gewünscht. The other side of the car. Keep going. Now that's the lights. Now that little dial there. You can turn that dial to the right, and the siren will go off. Siren's going off. Yep. Yep. Keep going. One more. Now there's another tone. Keep going. And one more. That's it. Oh my God. 7:04 Las Vegas. Hivve wie Trivve.com